Nun aber wappne dich, schreckhafter Zuschauer. 1000 Geschichten magst du gehört haben über Geister und Geschabenster, Monster und Missergeburten. Das Folgende jedoch wird dir den kalten Bauer über den Rücken jagen und das Blut in deinen Adern gefarieren lassen. Es ist der Bericht von einem grauenvollen Elternabend. Auch die Verlustanzeigen für die Reisegepäckversicherung können Sie gleich hier und jetzt ausfüllen. Unser Chefsteward stellt Ihnen gerne fantasievolle Tipps aus seinem reichen Erfahrungsschatz zur Verfügung. Sie werden staunen, was alles in Ihrem Koffer hätte gewesen sein können. Frau Marandana Katolna bittet die Anwesenden, sich zu erheben und spricht ein kaum 20 Minuten dauerndes Gebet, das zwanglos in den schmerzensreichen Rosenkranz übergeht. Hernach zeigt sie zur Auflockerung 600 Dias vom Jakobsweg, den sie letzte Sommerferien gemeinsam mit ihrem Verlobten und dem Herrn Kaplan begangen hat. Anschließend ergreift sie ihre 1988 zum letzten Mal gestimmte Gitarre und beginnt das Tessé-Halleluja zu intonieren. Verstehe, Sie bewegen sich wohl nicht in höheren Adelskreisen? Na, nun muss ja nicht sein. Soll auch gar nicht. Wo kämen wir denn da hin? Ohne Volk kein Adel. Oder, wie ich immer sage, ein Palast wirkt umso prunkvoller, je schäbigere Hütten drumherum stehen. Rein metaphorisch gesprochen, versteht sich. Während wir mit den Flaschen tauchten, Diebe unsere Taschen flauchten. Der Gefangene träumt, erst wäre eine Feile gut und nachher eine... Und hoppsa! Hoi, Otto, ho! Ja, ha, ha, wenn erst einmal einer sein Plastiksackerl verfehlt hat, geht's dahin. Sei König in Kuba oder so, nicht wahr? Und daheim wartet schon der Gerichtsvollzieher. Ach, rutscht's mir doch den Notausstieg hinunter. Oder auch mit diesen unsterblichen Worten Helmut Qualdingers verabschiede ich mich jetzt für immer, leg's mich am Arsch, ober. Dröhnendes Schweigen füllte die niedrige Kabine. Kapitän Douglas Messerschmidt schlug die zur Faust geballte Rechte in den Handteller seiner Linken, lehnte sie mit einem tiefen Seufzer zurück und drückte auf die Stopptaste des Kassettenrekorders. So, genau so würde er es machen. Morgen, vielleicht übermorgen, aber ganz sicher irgendwann. Vielen Dank.